Wo finden Mitarbeiter die besten Arbeitsbedingungen im deutschen Mittelstand? Die Antwort darauf liefert seit über 10 Jahren der Arbeitgeberwettbewerb TopJob, bei dem mittelständische Unternehmen wissenschaftlich untersucht und ausgezeichnet werden. Ich bewundere die Mittelständler, die hierher kommen, denn es gehört schon Mut dazu. Das ist eine unabhängige Befragung seiner eigenen Mitarbeiter, der er sich aussetzt. Er weiß nicht, was dabei herauskommt. Und zweitens noch ein Check durch Frau Professor Bruch und ihre Mitarbeiter von der Universität St. Gallen, die mit wissenschaftlicher Akribie versuchen zu erkunden, wer sind denn wirklich die Besten. Erstmal definieren sie, was macht einen guten Arbeitgeber aus. Und nach diesen Kriterien gemessen, wer gehört dann zu den Besten? Zu den Besten gehört definitiv das Unternehmen Tecosim. Seine Vertreter erhielten am 31. Januar 2013 erneut ein Top-Job-Siegel. In der Kategorie der Betriebe von 105 bis 500 Mitarbeitern landete Tecosim sogar unter den Top 5 der besten Arbeitgeber. Die wissenschaftliche Leiterin des Top-Job-Wettbewerbs, Professor Dr. Heike Bruch von der Universität St. Gallen, erklärte warum. Tecosim wurde mit dem Top-Job-Siegel ausgezeichnet, weil es eine sehr solide, professionelle Personalarbeit hat. Herausragend ist der Umgang mit dem Thema Führung zum einen, nämlich weil Mitarbeiter einbezogen werden in die Entwicklung einer Vision und man die Verantwortung der Führung sehr stark fördert. Und das zweite Thema ist das Konzept zum Verbinden von Beruf und Familie, was auch bemerkenswert ist bei Tecosim. Dr. Torben Birker, Vorstand bei Tecosim, unterstrich die Bedeutung des Top-Job-Siegels für sein Unternehmen. Wir sind stolz bei Tecosim, diesen Preis bekommen zu haben. Das bedeutet uns sehr viel. Wir haben diesen Preis zum zweiten Mal bekommen. Das erste Mal war in 2008. Wir müssen auch hier an dieser Stelle sicherlich unsere Mitarbeiter bedanken, dass sie hier uns diese tolle Bewertung gegeben haben. Da sind wir sehr froh und stolz drauf und danke an die Mitarbeiter dafür. Doch wie wichtig sind tatsächlich die Themen Führung, Personalarbeit und Familienfreundlichkeit bei Tecosim? Führung ist immens wichtig, ist uns immens wichtig bei Tecosim und eine ganz zentrale Rolle im Bereich Führung spielen natürlich die Führungskräfte, denn sie sind sozusagen die Position, die das Verhältnis zwischen Unternehmen und Mitarbeiter ausmacht. Und unsere Aufgabe ist es, die Führungskräfte in ihrer Rolle zu unterstützen, zu bestärken und auch immer wieder dafür zu sensibilisieren, wie wichtig sie sind. Ganz wichtig ist es natürlich, dass eine Führungskraft begreift, dass Mitarbeiterentwicklung ganz zentral ist. Und wir versuchen, unsere Führungskräfte regelmäßig davon zu überzeugen, dass sie nichts erfolgreicher macht, als ihre eigenen Mitarbeiter weiterzubringen, weiterzuentwickeln und damit erfolgreich zu machen. Das Thema Familienorientierung hat bei uns auch Einzug gehalten in die Führungsrichtlinien und in den Führungsansatz. Wir machen die Führungskräfte regelmäßig auch wieder darauf aufmerksam, wie wichtig das Ganze ist. Das ist vor allen Dingen dann wichtig, wenn unsere Führungskräfte selbst noch keine Kinder, noch keine Familie haben. Da ist es erforderlich, das Bewusstsein zu schaffen, auch auf die Mitarbeiter einzugehen, auf ihre Bedürfnisse entsprechend reagieren zu können.